Unsere Schmetterlinge kommen alle aus tropischen Ländern wie Asien, Afrika und Amerika. Sie werden in Farmen gezüchtet und alle 2 Wochen im Puppenstadium an uns verschickt. Sie kommen per Flugzeug und Kurierdienste innerhalb von 4 Tagen. Alle 2 Wochen ist eine neue Puppensendung notwendig, da die Schmetterlinge nur 1 bis 4 Wochen leben. Durch die zeitliche Vorgabe der Entwicklung und durch die Besonderheiten der Futterpflanzen funktioniert eine Nachzüchtung hier bei uns nicht wirklich. Was in unserem Schmetterlingshaus tatsächlich entsteht, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Durch unseren Puppeneinkauf unterstützen wir die Züchterfamilien in ihrem Lebensunterhalt und bei der Rekultivierung des Regenwaldes, was aufgrund der immensen Rodung dringend notwendig ist. Viele verschiedene Schmetterlingsarten sind bei uns zu bestaunen. Zu unseren Raritäten zählen außergewöhnliche Nachtfalter, die zum Teil 9 Monate Entwicklungszeit haben, um dann nur 6 bis 8 Tage als Falter zu leben. Bei einem Besuch im Schmetterlingshaus gilt es, bestimmte Regeln zu beachten. Schmetterlinge, vor allem aber ihre zarten Flügel, dürfen keinesfalls angefasst werden. Die Flügel sind wie Schuppen angeordnet und innen hohl. Bei der kleinsten Berührung zerfällt diese Konstruktion und der Schmetterling kann nicht mehr richtig fliegen. Er verhungert innerhalb von 2 Tagen. Schmetterlinge ernähren sich von Blütennektar, fauligen Früchten, zum Teil von Aas und sie trinken Wasser. Unser Schmetterlingshaus – ein Ort zum Beobachten und Staunen.